Du weißt es? Natürlich, Gottlieb. Woher? Ich habe eins und eins zusammengezählt. Nirgendwo sonst im ganzen Block brannte Licht die ganze Nacht. Und an keinem anderen Fenster steht ein Mann, der telefoniert und zu mir herüberschaut. Tut mir leid, Marie. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste, mein Lieber. Ich habe jede Minute mit dir genossen. Und das mit der Ehrlichkeit haben wir ja beide nicht ganz so ernst genommen. Du bist nicht wütend? Nein. Das wäre doch jetzt die Stelle, an der du mir Schimpfwörter an den Kopf wirfst, mich anbrüllst, dass ich ein Psychopath bin, ein Spanner, der dich vom Fenster gegenüber aus beobachtet hat. Du müsstest doch eigentlich ausrasten. Entspann dich, Gottlieb. Das war nicht meine Idee, Marie. Es ist alles gut, Gottlieb. Du kannst dich wieder beruhigen. Ich selbst wäre nie im Leben darauf gekommen, bei dir anzurufen. Unter dieser Nummer, meine ich. Die Hausmeisterin hat mich dazu überredet. Sie sorgt sich immer um mich, sagt, dass es eine Schande ist, dass ich alleine lebe. Sie wollte unbedingt, dass ich es versuche. Und warum wollte sie das? Weil ich sie gefragt habe, ob sie dich kennt. Warum hast du sie danach gefragt? Weil du mir aufgefallen bist. Schon seit langem. Im Hof, wenn du den Müll rausbringst. In deiner Wohnung, wenn die Vorhänge offen stehen. Ich mochte es. Dich. Wahrscheinlich habe ich mich schon vor längerer Zeit in dich verliebt. Deshalb hat mir die Hausmeisterin auch das Inserat in die Hand gedrückt. Sie wollte, dass ich über dich Bescheid weiß, was du beruflich machst. Wenn dich das nicht abschreckt, Junge, dann habt ihr vielleicht eine echte Chance, hat sie gesagt. Du wusstest also, dass ich Marie heiße? Ja. Und was wusstest du noch? Nur, dass du früher Lehrerin warst. Die Hausmeisterin meinte, ich soll dich anrufen, wenn ich mehr wissen will. Sie kann wirklich hartnäckig sein. Ja, das kann sie. Du kennst sie?